Lebensänger schon gesungen. In leisen Rätseln wie in heiteren Liedern erfreute dir gleichsinnig unser Herz. Herr Großbeck, Sie singen jetzt wieder mal in Ihrer Heimat, und zwar am 5. Oktober in der Basilika am Sonntagberg und am 6. Oktober im Stift Zeitenstetten. Und zwar gibt's da den Elias von Mendelssohn-Bartholdy. Haben Sie eigentlich diesen Part schon einmal gesungen? Nein, das ist das erste Mal. Und das ist natürlich eine sehr schöne Gelegenheit, weil erstens einmal zu Hause, das ist immer eine besondere Bedeutung für die Familie zum Beispiel und auch für mich als vielen bekannten Gesichter wieder zu sehen. Und es ist irgendwie ein bisschen der Vorteil, dass es nicht ganz so exponiert ist wie an den meisten Stellen, wo ich halt jetzt so tätig bin, und man kann auf hohem Niveau was probieren, und deshalb ist es eine perfekte Gelegenheit, das erste Mal hier auszuprobieren und zu singen, und es wird wahrscheinlich auch ganz gut gehen. Und so gesehen ist irgendwie jedem gedient. Man kann irgendwie vielleicht ein bisschen Freude machen, und mir bringt es einfach auch die Gewissheit, dass etwas Neues wieder im Repertoire verankert ist. Lassen Sie uns doch ein wenig teilhaben an Ihrer Arbeit. Wie gehen Sie eigentlich an so ein neues Werk heran? Ich stelle mir das vor, Sie singen da möglicherweise einmal am Anfang zu Hause alleine mit Partitur, oder hören Sie vielleicht sogar in eine CD hinein, wie das Werk orchestral klingt? Also es gibt da verschiedene Herangehensweisen bei verschiedenen Stücken. Jetzt ist bei einem Stück wie Elias ist es so, dass das eigentlich ein sehr bekanntes Standardwerk der Oratoriumliteratur ist, und man kennt es, sage ich mal, einigermaßen, und ich bin natürlich da sehr früh schon damit in Kontakt gekommen, und während der Hochschulzeit hat es viele Kollegen gegeben, die das schon studiert haben. Für mich ist es immer eher etwas hochgelegen, weil es ist eigentlich, geht so ein bisschen, ist an der Kippe zwischen Bass und Bariton, eher auf der höheren Seite, und es war zur Studienzeit mir ein bisschen zu hoch, aber trotzdem ist man mit den Melodien, mit den Linien sehr vertraut. Wenn es dann wirklich so weit kommt, dass es dann zum Aufführen ist, dann nimmt man sich natürlich einen Korrepetitor, also einen Pianisten, der dann mit einem das Stück wirklich lernt, weil es ist immer so eine Geschichte, Stücke zu kennen vom Gehör oder eben auch von der CD oder woher auch immer. Und wenn man dann wirklich dann da sitzt und die Noten exakt lernen muss und einfach Silbenverteilung und einfach auch für sich persönlich eine Einteilung machen muss, atemtechnisch und das auch im Sinne von Durchkommen, das ist natürlich dann die richtige Arbeit. Aber das ist dann der konstruktive Form, das Herausfeilen, und dann geht's ran an die wirkliche Endfertigung, sprich die Proben mit dem Orchester und dem Chor. Sie kennen ja das Orchester natürlich aus Weidhofner. Was halten Sie eigentlich von diesem Klangkörper? Ja, die sind immer wahnsinnig erstaunlich. Wenn man so die ersten Proben zum Beispiel absolviert, ist es oft nur so ein bisschen ein Zusammenfinden, und im Laufe, und es geht sehr schnell, also das spricht wahnsinnig für die Lernfähigkeit von dem Orchester, im Laufe dann der letzten Proben bzw. der Aufführung hin kommen dann wirklich erstaunliche Resultate raus, und es ist eine tolle Mischung, weil du hast in dem Orchester teilweise Semi-Profis oder Profis sogar und teilweise eben einfach sage ich mal, hochqualifizierte Laien, die das einfach aus Freude machen, und die Mischung aus dem ergibt einfach ein bisschen diesen Spirit von dem Orchester, was dann doch einzigartig ist, weil man ist das irgendwie gewohnt, jetzt, sage ich mal, ganz, ganz blöd im Alltag mit reinen Profi-Orchestern immer zu tun zu haben, aber diese Mischung aus den verschiedenen Motivationen da mitmachen zu wollen, aus gruppendynamischen Gründen, weil das ist ja sicher auch schön, für viele Leute einfach in dieser Gruppe gemeinsam Musik zu machen, gibt einfach eine Atmosphäre, die schon speziell ist, und die Qualität ist dann wirklich erstaunlich, immer wieder. So wird von euch nicht minder Preis errungen, ihr Anmut und der holde Zittel, ihr Tugend und dem Wie beeinflusst eigentlich ein Veranstaltungsort den Künstler?
ganz, ganz, ganz gewaltig. Also das merke ich immer wieder. Jetzt egal in welcher Liga oder auf welchem Niveau, aber das ist, wenn ich jetzt an Plätze, was für mich wahnsinnig fast spirituellen Wert hat, wenn ich an Bayreuth denke zum Beispiel, das hängt einfach, ich meine, das hängt davon der Sensibilität des der Person ab, aber man spürt einfach an gewissen Orten die Vibes, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, die Schwingungen, die da einfach drin hängen. Und jetzt den konkreten Fall jetzt wieder, was den Sonntagberg oder Seitenstetten betrifft, da ist natürlich dann persönlich sehr viel Geschichte, weil man, wenn man aus der Region kommt, oder wenn ich jetzt an Sonntagberg denke, unabhängig jetzt von diesem unglaublich schönen Platz, also sowohl außen als auch innen, ich meine, der Sonntagberg, das braucht man niemandem aus unserer Region erklären, dass das einfach für ein Kraftpunkt auch ist, aber wenn man da irgendwie steht und so ein sakrales Werk mit doch einem gewissen Tiefgang ausführt und sich dann auch bewusst wird, was das für seine eigene Geschichte bedeutet. Ich meine, ein kleines Detail am Rande, zum Beispiel meine Eltern haben am Sonntag geheiratet, also man hat da ganz einen anderen Bezug dazu natürlich dann. Das ist schon manchmal sogar ein bisschen ein Gänsehauterlebnis, also ganz klar. Wenn Sie so zurückdenken, weil Sie Bayreuth erwähnt haben, was können Sie sich noch an Ihr Debüt erinnern? Was für einen Spirit haben Sie da oder welche Beseelung haben Sie da erfahren? Naja, das Debüt ist ja noch nicht so lange zurück, das war 2011 und deshalb kann ich mich noch sehr gut erinnern. Wenn ich jetzt an die Premiere denke, das allererste Mal, natürlich wenn man dann eine Eröffnungsproduktion, eine Eröffnungspremiere singt in einer wichtigen Rolle, ist natürlich der Fokus sehr, sehr stark auf die Leistung persönlich. Man versucht dann einigermaßen das rundherum auszuklammern. Ich meine, man spürt natürlich alles, aber ich kann mich damals erinnern, ich war einfach wahnsinnig konzentriert und man muss sich das so vorstellen, man schaut beim Fenster aus der Garderobe raus und da draußen sind die ganzen Übertragungswagen und das ist natürlich nicht wahnsinnig nervenberuhigend, wenn man weiß, es sind irgendwie, weiß nicht, wie viele Radiostationen live auf Sendung. Und jetzt, das, was du jetzt ablieferst, das kommt geht sozusagen in den Äther. Und aus dem heraus ist man da in diesem Moment relativ fokussiert und vielleicht nicht ganz so bewusst aufnahmefähig für das Rundherum, aber trotzdem, man bekommt es mit und in der Nachbetrachtung einer Vorstellung oder wenn man dann so drüber sich Gedanken macht, wie was gelaufen ist, dann kommt einem das schon sehr bewusst wieder in Erinnerung. Aber im Moment selber muss man einfach, ich sag's jetzt ganz, ganz mosthitlerisch, einfach marschieren und seine Leistung bringen. Weil Sie jetzt auch gesagt haben, Nachbetrachtung. Wie ist das eigentlich bei einem Sänger? Wie hat sich zum Beispiel die Stimme in den letzten 10 Jahren bei Ihnen verändert, entwickelt? Wie vollzieht sich das und merken Sie das auch selbst sehr stark? Ja, klar. Also das ist speziell, das ist natürlich von Stimmfach zu Stimmfach verschieden. Es gibt leichtere Stimmfächer, wie zum Beispiel der lyrische Sopran oder Soubretten oder so, wo sagen wir Mitte 20 oder so, die schon wirklich voll im Saft stehen, wo es aber dann mit 40 langsam schon wieder irgendwie da ist der Zenit dann maximal erreicht und da geht es dann eigentlich eher bergab. Bei uns, bei tiefen, schweren Stimmen, Bass, Baritone, eben in diese Richtung, oder auch schwere Tenöre, also die in selten Tenorale gehen, ist es so, dass die Entwicklung eigentlich erst so mit 40 wirklich los, die Entwicklung beginnt schon früher selbstverständlich, aber der Höhepunkt oder die Hochzeit, wenn man so will, der Entwicklung beginnt eigentlich erst mit 40. Und ich kann das jetzt sagen, also ich bin jetzt diese Woche 37 geworden, also bin jetzt kurz davor, vor dieser Zeit, wo man behauptet, dass da wirklich so richtig die volle Reife zur Geltung kommt. Aber in den letzten Jahren allein schon hat sich so viel getan und man merkt, dass Dinge, die früher nicht möglich waren, rein technisch teilweise oder einfach, weil die Gegebenheiten noch nicht so da waren, plötzlich funktionieren. Andererseits gibt es auch Dinge, wo man merkt, die Stimme wird schwerer, wird dunkler, wird lauter, wenn man so will, jetzt plakativ auch. Und es gibt aus dem Grund heraus auch Passagen oder Stücke, die einfach nicht mehr so leicht funktionieren, die eben ein gewisses leichten Zugang erfordern. Also es ist ein ständiges Ausbalancieren, ein ständiges Suchen und ein ständiges mit dem eigenen Körper beschäftigen. Aber letztlich ist es dann symbolisch gesprochen auch wieder nur normaler Gang des Lebens. Das haben wir ja alle irgendwie. Also mit uns
unser Körper verändert sich ja ständig. Und bei der Stimme wird es natürlich dann in einer sehr plakativen Form irgendwie manifest, wo man einfach wirklich sieht, speziell wenn man auch von diesem Instrument abhängig ist, wie einfach diese Entwicklung voranschreitet. Naja, da kann sich das Publikum ja auf den 5. und 6. Oktober freuen. Vielleicht noch eine persönliche Frage zum Schluss. Was machen Sie eigentlich 3 Minuten vor dem Konzert? Puh. ich versuche, das gelingt nicht immer, möglichst mich abzusondern oder möglichst allein und konzentriert einfach auf das Ereignis meine Aufmerksamkeit zu lenken, gelingt aber deshalb oft nicht, weil man, ja, Sie wissen, können Sie das vorstellen, hinter der Bühne, egal wo, immer irgendwelche Kollegen trifft oder so und je nachdem, da gibt es auch verschiedene Kollegen, der eine oder andere hat es auch gern, wenn er ein bisschen so autistisch abschalten kann, der andere wieder hat es gern, wenn er mit irgendjemandem reden kann, also ich bin da relativ flexibel. Es ist nicht so, wenn ich jetzt meine Auszeit nicht habe, dass ich jetzt nichts zusammenbringt. Und wenn es wirklich ganz was Schwieriges ist, wo man hochkonzentriert ist, dann sondert man sich ohnehin so ab, dass niemand wagt, einen anzusprechen. Aber im Normalfall bin ich da relativ unkompliziert. Gut, ja. Herr Grossbeck, ich bedanke mich für das Gespräch und ja, sehr gern. Wir freuen uns alle, wenn Sie wieder mal in unserer Heimat singen und die 2 Konzerte werden sicherlich ein Highlight sein in diesem Konzertherbst. Dankeschön. Ja, schon mal. Danke, danke. Ciao, ich weiß, tschüss. Gar viel und schön hat hier in dieser Halle.